Leute, wir haben ein Problem. Ein ganz, ganz großes Problem. Alice ist verschwunden. Ihr seht, der Käfig ist leer. Die Herzkönigin hat sie da drin nämlich eingesperrt, weil sie war der Ansicht, dass Alice schuldig ist, obwohl wir jetzt Beweise gesammelt hatten, um ihre Unschuld zu beweisen. Und dann mussten wir aber gegen die Spielkarten kämpfen und als der Kampf vorbei war und der Käfig wieder runterkam, auf einmal, zack, boom, Alice weg. Die wurde während des Kampfes entführt, ohne dass wir das bemerkt haben. Keine Ahnung, wer das war. Jetzt müssen wir Alice finden. Ja, die Königin hat gesprochen. Findet Alice unverzüglich. Ja, super. Wo soll man denn suchen? Ja, ohne Angeklagte gibt es keinen Prozess. Logisch. Ja, findet Alice und bringt sie hierher. Ja, ja. Dann müssen wir, glaube ich, wieder zurück in den Lotus rein. Ja, wohin ist das Mädchen verschwunden? Das ist eine gute Frage. 10 Punkte für Gryffindor. Na, hast du Alice gesehen? Alice, nein, Schatten, ja. Wo sind sie hingegangen? Hier entlang, da entlang, ist das so wichtig? Links, rechts, oben, unten, alles durcheinander, dank der Schatten. Tretet ein in den Wald, der zum gemeinsamen Garten führt. Vielleicht findet ihr Schatten im Kopfüberzimmer. Das Kopfüberzimmer? Die Tigerkatze ist schon ziemlich seltsam, aber von ihr habe ich wenigstens die Eismagie gelernt. Oh mein Gott, das sind ja richtig dicke Typen! Eis! Sag mal. Deep Freeze! Alter, der Typ kann man. Den kann man. Ja, genau. Nur von hinten kann man den angreifen, weil der so derbe fett ist. Die sind aber ganz schön stark. Ah, aber die geben 7 Erfahrungspunkte. Geil, das ist schon relativ viel. Kurz gucken: Tagebuch. So, ich habe zuletzt auch die erste Schatztruhe mit 101 Dalmatinerwelpen geöffnet. Und zwar die Nummern 16, 17 und 18 waren da drin. Es sind nämlich, ich glaube, es waren immer 3, weil wir ja 99 sammeln. Ich glaube, es sind immer 3, die wir... ja, genau. So, einige sind nur mit Abilities zu retten noch dazu. Gut, im Wunderland gibt es 9 insgesamt, also noch... 2 weitere, so wie bei 3 gerade mal gerettet. So Charaktere, Herzlose. Adowampe. So heißen diese Fettsäcke. Eine dickere Variante eines Herzlosen, meistens ruhig und besonnen, wird jedoch zu einem üblen Zeitgenossen, wenn er gereizt wird und ist zudem auch noch äußerst kräftig. Von seinem dicken Bauch sollte man sich in Acht nehmen. Alter, du fettes Schwein. Also die sind sehr gefährlich. Die können, glaube ich, auch so ein kleines Erdbeben machen, wenn die springen. Und die kann man auch nur angreifen, wenn man sie in den Rücken trifft. Von vorne können wir sie nicht angreifen. Ganz schön heftig. So, Charaktere 2. Gut, Alice. Herzkönigin. Karten Herz. Karten Peach. Weißes Kaninchen. Das heißt einfach nur das weiße Kaninchen, ja. Weißes Kaninchen und die Tigerkatze. Seltsame grinsende Katze, die in Rätseln spricht und sich unsichtbar machen kann. Sie liebt es zu verwirren und zu verblüffen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber von hier habe ich halt die Eismagie gelernt. So, Wunderland-Story. Ja, bla bla bla. Zack, zack, zack. Ja, okay, komm. Ist jetzt auch egal. Jetzt müssen wir hier wieder erst ein bisschen kämpfen, weil sonst haben wir ja keine Ruhe hier. Und bei dem letzten Kampf hat Sora wenigstens wieder ein Level-Up gemacht. Jetzt hat er wieder was Neues gelernt, aber leider haben wir dafür zu wenig AP. Also kann ich es noch gar nicht benutzen. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich sowieso wieder groß werden. Weil wenn ich groß bin, könnte ich diesen Felsen da verschieben. So. Was willst du schon wieder? Komische Gestalten trifft man hier neuerdings. Ja, ja. Zum Beispiel die Typis. So, Eis. Deep Freeze. So, Eis ist jetzt sehr effektiv gegen die Feuergegner. Also gut, dass ich das gelernt habe. See ya. Deep Freeze. Ja, schön viel MP auch alles schön aufsammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. So. Ja, achso, da ist ja noch einer. Stirb endlich. Pyropsplitter, ja, die droppen auch ihre eigenen Materialien. So, was willst du? Gib mir Potion. Bitteschön, für die Blume ein Potion. Schönen Dank auch. Ein High Potion. Okay, und MP-Kugeln.
Es lohnt sich immer, den Blumen das zu geben, was sie wollen. So, hier gibt es ja ein paar Geheimgänge, die wieder ins Wunderzimmer und so zurückführen. Aber wir müssen jetzt woanders lang. Na. Jawohl. Ist schon geil. Ein so ein Eisengriff und schon sind die down. Ich sage, Magie sind im Spiel doch recht wichtig. Aber im Moment können wir ja nur Feuer- und Eismagie. Später lernen wir dann auch Blitzmagie und Vita-Magie und noch ein paar andere Sachen. Ich würde ganz gerne mal an die eine Schatztruhe da rankommen. Aber wie mache ich das? Wie komme ich da ran? Ja, Fire in the Hole. Also mal. Geht mir nicht auf den Nerv. Mask Goofy ist down. Donald ist auch down. Was soll das? Wenn beide besiegt sind und der Kampf vorbei ist, muss man ein bisschen warten. Dann sind die wieder. Dann stehen die, glaube ich, wieder auf. Genau. So, Donald, wach auf. Er ist immer so geil. Donald ärgert sich immer voll, wenn er besiegt wurde. Rastet immer voll aus. So. Ich muss, glaube ich, echt mal mit der Blume hier. Der muss sich was geben. So, gib mir Potion, schenke ich dir Größe. Dann. Bitteschön, Potion für die Blume. So, jetzt bin ich nämlich wieder groß und jetzt kann ich den Felsen hier bewegen. Sehr gut. Und jetzt, warte mal, hier nehmen und essen. Jetzt bin ich wieder klein, aber dafür kann ich jetzt hier drüben, kann ich jetzt drauf. So, ich sage, die Welt ist ein bisschen verwirrend. Oh, blaues Triotech, geil. Nicht so cool. Eis. Yeah, es lohnt sich, Magie zu benutzen. So, okay, dann Trio-Sprung. Ein Camper-Set. Und wieder ganz viele MP-Kugeln. So, das ist jetzt komplett voll. So, was ist das? Was willst du? Gib mir High Potion. Okay, warte mal, da habe ich, glaube ich, sogar dann einen. Und die da, ich glaube, bei denen müsste man dann Blitzmagie benutzen, das geht noch nicht. So, warte mal, dann ganz kurz, Item. So, ah ne, der hat ein High Potion, hat er eh schon. Okay, dann untersuchen, gib mir High Potion. Item, High Potion, Blume. Schönen Dank auch. Mega Potion. Super. Lohnt sich denen das zu geben, was sie wollen? So, und ich glaube, hier ist jetzt. Genau! Nee, doch nicht genau. Obwohl, warte mal. Herztribüne nochmal, das ist jetzt wieder so ein Geheimgang. Wo komme ich raus? Ah, jetzt bin ich endlich hier oben. Geil. Öffnen. So, der 13., 14. und 15. Belfi sind nach Hause gelaufen. Woher wissen die überhaupt, wo die hin müssen? Naja, völlig egal. So, jetzt haben wir endlich so einen Geheimgang hier gefunden. So, aber da drüben war irgendwo, da ist ja noch so eine Ding. Egal, wir gehen von hier aus und. Oh! Der Rückweg ist zu. Fies, das sieht da, vor allem das sieht aus, als wäre da drüben auch wieder was. Man muss hier so oft hin und her, das ist so dämlich. Deswegen mag ich die Welt halt nicht so sehr. Wie war denn das nochmal? Hier oben, wir kommen aber von hier aus eigentlich nur dahin. So, einige unserer Freunde haben besondere Kräfte, ja, ja. Ich weiß, aber mit denen hier, wie gesagt, Pots. Pots. Ja, Pots Blitz, aber ich kann noch keine Blitzmagie, so. Leider, das bringt gar nichts im Moment. So, ich kann hier aber auch wieder zurückhüpfen. Das war jetzt eigentlich nur dafür da. So, warte mal, hier hinten, irgendwo war doch hier noch ein anderer Felsen zum Verschieben. So, gib mir Äther, ich habe leider keinen. Yeah, Maximum LP von Donald sind gerade gestiegen wegen dem Level-Up. Sehr geil. Donald hat eh viel zu wenig Lebenspunkte für meinen Geschmack. Goofy hat irgendwie die meisten. Aber dafür hat Donald wesentlich mehr MP. So, hier war doch jetzt irgendwo noch so ein dicker Stein, den ich noch verschieben konnte. Aber wo war der? War der hier hinten irgendwo? Was willst du? Achso, nee, das sagt mir schönen Dank auch. Wo war denn? Hier war doch irgendwo nochmal.
verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Wartet. Ich sage, die Welt ist so verwirrend. Ich weiß aber, dass hier doch... Hier war doch irgendwo noch so ein Felsen zum Verschieben. Der hat da so einen Durchgang versperrt. Aber wo war das? Achso, hier, Teepartygarten. Ach, das war der, der vorher da war, der jetzt da vorne. Und den habe ich in den Ich finde, das sieht man kaum, weil das hier so dunkel ist. Hier müssen wir hin. Oh, scheinbar ist die Party geplatzt, oder wie? Das sind der verrückte Hutmacher und der Märzhase und da oben ist noch eine Truhe. Was ist denn... Stecken die in dem Bild fest? Das ist nämlich auch was ich nie kapiert habe. So, was steht da? Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag. Ja, soll ich mal was sagen? Ich habe heute auch Nicht-Geburtstag. Ist denn das zu fassen? Ich frage mich eigentlich, was machen die eigentlich, wenn die wirklich Geburtstag haben? Vielleicht feiern die dann gar nicht, ich weiß es nicht. Oder machen die eine noch krassere Party. So, hier geht's auch wieder ins Wunderzimmer. Aber wie gesagt, ich habe eines nie verstanden, warum die beiden nie wirklich als richtige Personen im Spiel auftauchen. Ich meine, du siehst immer nur das Bild von den beiden. Entweder wurden die von den Herzlosen in das Bild eingesperrt, aber die kommen da nie raus. Du wirst das ganze Spiel über die nie zu Gesicht kriegen. Also die echten. Das ist was ich nicht verstehe. Es fehlen in den meisten Welten viele Charaktere, wo man sich auch denkt, was das dann soll. Sollte man hier echt gar nichts machen? Sich hinsetzen oder... Ich bin mir einfach... Man konnte sich irgendwo hinsetzen und dann eine Party machen oder so. Oder geht das noch nicht? Ne, irgendwie... Nö. Schade. Gut, dann gehen wir erstmal... Warte mal, da oben ist das auch wieder eine Truhe da oben. Hier sind so viele Truhen versteckt. Egal, dann gehen wir erstmal wieder hier rein. Da oben. Seht ihr, da oben ist auch noch was. Da oben, das funkelt so ganz komisch. Da kommen wir überall noch nicht hin. Egal, jetzt gehen wir nochmal ins Wunderzimmer von hier. Sie verstecken sich irgendwo. Die Mummenräte ausgraben. Ihr wollt die Schatten finden? Macht das Licht an. Wir sollen das Licht anmachen. Natürlich. Wie konnte ich nur so blöd sein? Wie konnte ich denn nie darauf kommen, dass wir mal... Eis anmachen hier? So, erstmal... Deep Freeze. So, oh mein Gott, fieser Fettsack. Alter, jetzt rastet er aus. Genau, wenn er so leuchtet, muss man echt aufpassen. Dann macht das einen Mega-Angriff hier. Alter, du bist so fett. Oh, fies. Fies. Donald, Hilfe. Mega Potion. Gruppe. Jawohl. So, gut, dass ich den gerade hatte. Ich sage, diese Ado-Wampen, das sind eigentlich richtige Assi-Wampen. Die können einen so auf die Nerven gehen. So, wo schießt du mit deiner Eismagie? Bist du doof? So, Mistvieh. Jetzt habe ich meinen Mega-Potion, naja, verschwendet. Nicht wirklich, wir werden ja beinahe abgekratzt. Ich sage, auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad kannst du doch relativ schnell sterben. Und das ist was ich nicht wirklich vorhabe, nein. So, wie... Achso, sehen wir, da sind jetzt überall... Da oben sind so Kerzen. Das ganze Zimmer ist jetzt vor allem gedreht. Jetzt ist es nicht mehr das Wunderzimmer, jetzt ist es das Kopfüberzimmer. Jetzt steht hier alles auf dem Kopf. Das ist so bekloppt. Alter, ich glaube, wir müssen hier irgendwie... Ja, genau. Es ist nicht hell genug, ihr braucht mehr Licht. Hä, was jetzt? Ein Licht müsst ihr noch anmachen. Na klar. Und zwar das hier auf dem Nachbartisch. Moment. Das ist doch megamäßig blöd. So, warte mal. Upsala. Und upsala. Und berühren. Alle Lichter sind an. Gleich seht ihr die Schatten. Sie sind in diesem Raum, aber nicht hier. Die Schatten schnappen sich vielleicht auch Herrn Knauf. Was wollt ihr denn mit einem Türknauf anfangen? Die Herzlosen... Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, das sind nicht die Herzlosen, sondern die Hirnlosen.
Was soll man denn jetzt machen? Warte mal, hier. Das sieht verdächtig aus. Herztribunal, so auslösen. Geheimtür. Ah, jetzt bin ich hier oben. Geil, die nächste Schatztruhe kann ich endlich hier öffnen. So, klopf, klopf. Blitzragumi erhalten. So, aber da drüben komme ich immer noch nicht hin, oder? Ich glaube nicht. War denn das jetzt nochmal? Ich werde mir erstmal hier wieder komplett auffüllen. So, alles wieder voll. So, Item, Sora. Rausholen. Potion. High Potion, Mega Potion zur Sicherheit. So, Donalds. Zu Sigurd kriegst du meinetwegen sogar ein Elixier, weil das hält LP und MP. Das ist ja gerade für ihn wichtig. Und Goofy kriegst auch ein High Potion. So. Alles klar. Vielleicht einfach jetzt wieder ganz normal zurück ins Wunderzimmer ansprechen? Also die Karte. Oh, das hat richtig wehgetan, ja? Hast du dir auch verdient, du Spacken.